Ausbringkarten können Sie aus Ihrem iMonitor ganz einfach über die AgriRouter-Softwareverbindung in die FarmBlick-Community übertragen. Beenden Sie, nach getaner Arbeit, den laufenden Auftrag, indem Sie am rechten Bildschirmrand auf das Rekordsymbol tippen und den Auftrag mit Fertig abschließen. Öffnen Sie in der linken Menüleiste das Online-Datenmanagement und wählen Sie Upload. Hier werden Ihnen alle exportierbaren Aufträge angezeigt, die Zahlen hinter Taskdata stellen Datum und Uhrzeit der Speicherung dar, wählen Sie den aktuellsten Eintrag und bestätigen Sie, dass Sie die Datei hochladen möchten. Sobald die Ladeanzeige verschwunden ist, ist der Upload abgeschlossen und Sie können in die FarmBlick-Community wechseln. Öffnen Sie das Import-Export-Menü und wählen Sie die Schaltfläche Import. Anschließend klicken Sie auf AgriRouter Import und Import von Daten. Sie sehen nun eine Auflistung aller in AgriRouter hochgeladenen Daten. Wählen Sie den Datensatz, dessen Datum und Uhrzeit zu Ihrem Exportzeitpunkt aus dem iMonitor passt und klicken Sie auf Importieren. In der sich öffnenden Ansicht können Sie der importierten Arbeit eine Bezeichnung geben. Idealerweise vergeben Sie die Bezeichnung nach einem festen Schema, zum Beispiel erste Gabe 24, zweite Gabe 24 oder Wachstumsregler EC31. Dies vereinfacht Ihnen später die Zuordnung sowie den Export, insbesondere für die FACT-F3-Förderung in Baden-Württemberg. Wählen Sie als Datentyp Ausbringkarten. Durch Klicken auf Aufnahmedatum können Sie dieses, falls nicht korrekt, anpassen. Haben Sie mehrere Felder bearbeitet, so können Sie im Reiter Auswahl alle oder einzelne auswählen. Durch Klicken auf Importieren werden die Ausbringkarten importiert. Die importierten Daten finden Sie nun bei Anwendungen auf Feldebene unter externe Daten. Wählen Sie den Schlag aus, zu dem Sie die Ausbringkarte importiert haben. Unter Verfügbare Daten werden Ihnen alle importierten Daten zu diesem Feld angezeigt. Wählen Sie die importierte Ausbringkarte aus. In dieser Übersicht haben Sie nochmals die Möglichkeit, die Bezeichnung und das Aufnahmedatum anzupassen sowie Notizen hinzuzufügen, beispielsweise die Düngerart oder ausgebrachte Mittel. Im Dropdown-Menü unterhalb der Bezeichnung können Sie den Datenpunkt wählen, welcher ausgewertet werden soll. Die Anzahl und Bezeichnung der Datenpunkte ist je nach Anbaugerät unterschiedlich. In unserem Beispiel wählen wir Istwert Ausbringmenge. Links unten werden Ihnen die minimale, die durchschnittliche sowie die maximale Ausbringmenge angezeigt. Je nach Anbaugeräte und Terminal-Kombination werden zusätzlich die Gesamtmenge, Fläche, effektive Fahrzeit, zurückgelegte Strecke und das Datum angezeigt. Neben der Auswahl des Datenpunktes können wir die Kartierungsdarstellung verändern. Mit der Rastergröße bestimmen wir die Größe der angezeigten Quadrate. Mit dem rechten Dropdown-Menü können Sie die Farbdarstellung verändern. Wir empfehlen einheitlich bei den Farmblickfarben zu bleiben. Sollten Sie jedoch eigene Präferenzen haben oder an einer Sehschwäche leiden, können Sie hier Ihr favorisiertes Farbmuster wählen. In der Zeile darunter können wir einstellen, ob die Farbverläufe fließend oder in 3 bzw. 5 Klassen dargestellt werden sollen. Mit Punktdatenanzeigen bekommen wir die einzelnen Aufzeichnungspunkte in der Karte dargestellt. Durch Darüberfahren mit dem Mauszeiger wird uns der aufgezeichnete Wert an diesem Punkt angezeigt. Falls erforderlich, kann die Ausbringkarte über das Import-Export-Symbol direkt exportiert werden. Alternativ kann der Export auch später über das Import-Export-Menü erfolgen.